Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Star Stable Video und die Ereignisse überschlagen sich, denn auf Twitter wurde etwas angekündigt. Und auch nochmal vielen lieben Dank an die gute Nikita, die mich darauf hingewiesen hat. Denn auf Twitter hat Star Stable ein Bild hochgeladen und zwar dieses hier. Und da sieht man sie zum ersten Mal drauf, die Curly Horses. Besser gesagt, man sieht eins der Curly Horses, nämlich hier rechts im Bild zu sehen. Und das heißt, jetzt ist die Frage, können wir uns jetzt demnächst schon auf die Curly Horses freuen? Es ist ja erstmal eine Farbe und Star Stable hat es bisher noch nicht auf Instagram oder auf ihrer eigenen Seite announced, also auf der Star Stable Page. Es ist die Frage, kommen demnächst Curly Horses? Werden sie vielleicht sogar vor den Tinkern kommen? Und die Frage ist auch die, die Curly Horses sind ja mit einem Stockmaß von 140 bis 165 cm, eher in der Ponygröße. Das ist die Frage, werden sie dann vielleicht auch bei den Ponyrennen mitmachen können? Das ist eine der Fragen, welche Farben werden kommen. Wir haben jetzt erstmal nur hier diesen rötlichen drin. Und, ja, es sind ja Anti-Allergiker-Fälle. Vielleicht kriegen wir ja eine Allergiker-Quest-Reihe. Das wäre saugeil. So, dass wir vielleicht wieder für jemanden ein Pferd holen müssen. Und das Pferd muss dann natürlich anti-allergen sein. Das Pferd muss halt allergikerfreundlich sein. Das wäre eine saugute Questreihe dazu. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Wie findet ihr es? Hättet ihr sie gerne vor den Tinkern? Vermutet ihr, dass sie vor den Tinkern kommen? Und freut ihr euch auf die Curly Horses? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.